Hallo liebe Freunde, ich bin MC von Wassermann und heute zeige ich euch, wie ihr in GIMP hier Augen färben könnt. Wartet. Ja, so. Und ich zeige euch jetzt mal und das ist der Unterschied. So soll es aussehen. Yep. Und wir fangen jetzt mal, glaube ich, an. Ja. Ihr fügt wie immer euer Bild ein, was ihr färben wollt. Dann müsst ihr dieses erstmal zoomen, größern, so, dann müsst ihr euer hier euer epische Auswahltool dann auswählen. Sinnvoll, das soll nicht wirklich perfekt sein, also es kann auch ein bisschen ein Auge sein, aber ich mach's so hier. So. So. Da ein bisschen und noch hier ein bisschen. So. Und das war's. So, und dann müsst ihr auf eure auf dem Pinsel eure gewünschte Farbe auswählen. Ich nehme mal ein Grün. So, Spaß, ne, oder Gelb. Gelb. So. Und dann malt ihr es alles aus. So. Ne, oder? Ach, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Was ist das? Ich muss nur mal die sehen. So, und da bin ich wieder. Ihr müsst erstmal eine Ebene erstellen. Wenn ihr es markiert habt, eine Ebene erstellen. Ganz wichtig natürlich. Meine Güte. So, und dann hier anmalen. Dann müsst ihr ganz wichtig hier klicken auf Modus und dann auf Farbe. Bams. So, und dann, man sieht schon, das sind harte Kanten. Deswegen müssen wir auf Filter. Das sind hier Filter. Verzeichen. Und Gauscher Wasserzeichner. Hallo? Ah, jetzt. So, dann müsst ihr hier so. Da 34, 35, dann sieht es so aus, ein bisschen besser. So, okay. So. Jetzt sieht es auch ein bisschen realistisch aus. Und hier, man sieht schon, das Überreste. Man muss einfach die Radiergummi nehmen und einfach wegradieren. Das gemacht. Jetzt muss ich erstmal raus. Nichts ausblenden. Und voila. Ihr habt jetzt ein gelbes Auge. Oder welche Farbe ihr auch immer haben wollt. Ja, man sieht schon. So soll es dann aussehen. Ich hoffe, ich hab euch damit geholfen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder was ich noch machen soll. Tschüssikowski, bis denne und ciao, ciao.